Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur heutigen Sendung am Mittwoch, dem 23. Juni 2021. Weltwoche Daily, das ist das MRI des Journalismus. Wir legen die Nachrichten, wir legen die Gegenwart in diese 360-Grad-Röhre, um wirklich den Dingen auf den Grund, an den Kern, ans Eingemachte zu gehen, um das freizulegen, was sie sonst eben nirgends freigelegt bekommen. Keine Schablonenweisheiten, keine vorgekauten Meinungen, kein übergestülptes Gesinnungskorsett, fürchterlich, nein, das wollen wir nicht, sondern die unverfälschte, rohe Wirklichkeit. Nichts ist spannender als die Wirklichkeit. Und manchmal ist auch nichts unwirklicher als die Wirklichkeit. Nur die Wirklichkeit kann die ganz fantastischen Geschichten schreiben. Schön sind Sie heute dabei. Ich beginne mit einer Regieanweisung. Bitte scrollen Sie herunter auf Weltwoche Daily, der App, auf der Sie schon längstens zu Hause sind. Steuern Sie an den Deutschland-Button in Schwarz-Rot-Gold. Und dann, wenn Sie drauf sind, können Sie dort Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, damit wir Ihnen am 25. Juni, das ist also schon in wenigen Tagen, als PDF-Version unsere Deutschland-Ausgabe schicken können. Wir haben bereits weit über 1000 Bestellungen bekommen, vor allem auch von Leuten, die die Weltwoche noch nicht so gut kennen, auch aus Deutschland. Und die sind jetzt gespannt darauf, wie wir Deutschland betrachten. Und ich kann Ihnen einfach so viel sagen. Ich glaube, wir haben hier auf der Redaktion einen großen Respekt gegenüber Deutschland, gegenüber den Deutschen. Ich persönlich bin fasziniert von Deutschland. Sie wissen, ich habe deutsche Vorfahren. Ich bin selber 25% Deutscher, habe immer ein großes Interesse für die deutsche Geschichte gehabt. Das war auch das Thema meiner Kindheit. Die Gräuel des Zweiten Weltkriegs, dieser fürchterliche Höllensturz, Zusammenbruch, Verlust von allem, was man besessen hatte, Flucht meiner Eltern, meiner Mutter, meiner Großeltern und auch weiterer Verwandter, die dann in der Schweiz gelandet sind, als Auslandschweizer, aber deutsch sprechend. Und dieses deutsche Schicksal, dieses Realdrama von Größe und Größenwahn, von Genie und Wahnsinn, da ist alles drin, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Dieses Realdrama, das hat mich immer beschäftigt, heute noch. Es ist eigentlich auch ein Rätsel, diese deutsche Geschichte. Und wenn ich in den Norden blicke, da kann ich einfach verstehen, dass viele Deutsche nach dieser Überdosis Politikintensität in den letzten 150 Jahren heute ein fundiertes Bedürfnis nach politischer Langeweile verspüren. Und das erklärt vielleicht auch zum Teil, warum eine Angela Merkel, die ja in den Medien immer wieder aufs absolute Minimum heruntergeschrieben und herabgekanzelt wird, warum sie trotz allem immer noch eigentlich die beliebteste oder eine der beliebtesten Politikerinnen Deutschlands ist. Das hat eben damit zu tun, dass es in Deutschland ein tiefes Bedürfnis nach Normalität gibt. Die Deutschen gelten ja als extreme Typen. Ich glaube, man wird ihnen da nicht gerecht. Ich meine, Leidenschaft, Idealismus, Tüchtigkeit. Natürlich kann das auch ins Extreme ausschlagen, selbstverständlich, aber ich glaube einfach, dass Deutschland und auch die Deutschen den Schweizern viel, viel näher sind. Das Problem in diesem Land, und darauf werden wir dann in der Deutschland-Ausgabe zu sprechen kommen, das Problem in Deutschland sind die Medien, die hier eben nicht von unten nach oben schreiben, nicht die Fiebermesser des Volkes sind, sondern Lautsprecher von oben. Geben diese Gesinnungskorsette den Leuten aufstülpen, ihnen eine Art Denken aufoktroyieren wollen und ihren eigentlichen Auftrag verfehlen,
nämlich aus der Sicht des Bürgers, die Missstände der Politik, die Grenzüberschreitungen und Anmaßungen und Dummheiten der Politik anzuprangern. Aber nein, man will eben cool sein, man will dabei sein, man möchte zu den Guten gehören. Und das ist ja die ganz große Seuche, die wir heute erleben. Übrigens auch in der Schweiz, überall. Wir müssen jetzt, wo auch immer wir uns hinbewegen, zeigen, demonstrieren, dass wir gute Menschen sind. Das Gewissen ist keine Privatsache mehr. Man erwartet, dass unser Gewissen aufgeklebt wird. Das erinnert mich an diesen Film von Woody Allen, Bananas. Diese Satire auf einen karibischen Diktator nach dem Vorbild eines Fidel Castro, der eben seine Bananenrepublik komplett neu organisiert und sagt, so und ab sofort wechseln wir täglich die Unterwäsche. Und damit man das kontrollieren kann, muss die Unterwäsche außen getragen werden. Ja, wir müssen jetzt auch in der Schweiz das Gewissen außen tragen. Das LGBTIQ-Versprechen, die Regenbogenfarben hier auf ganzseitigen Inseraten, Großkonzerne, ABB, Accenture, Allianz, Schindler, Takeda, Syngenta, Swisscom, Swissre, Sunrise, Adecco, UBS, Zürcher Kantonalbank, Jung von Matt. Sie geloben, sie versprechen, dass sie ja niemanden aufgrund seiner sexuellen Orientierung auch bei der Jobsuche diskriminieren würden. Also wenn sie das derart intensiv auf teuersten Inseraten in der NZZ, warum eigentlich nicht in der Weltwoche, würden dieses Geld auch nehmen. Wenn Sie das in so teuren Inseraten bekräftigen müssen, dass Sie nicht diskriminieren, ja, dann beschleicht mich fast zwangsläufig der Verdacht, dass in all diesen Firmen aufs fürchterlichste nach Geschlecht und sexueller Orientierung diskriminiert worden ist in Vergangenheit. Also natürlich nicht. Weil dann hätten wir das längstens gelesen in den Zeitungen, die hätten das mit Megafonlautstärke in die Öffentlichkeit hinaus trompetet. Nein, diese Konzerne beugen sich jetzt diesem öffentlichen Druck, diesem Vorwurf, der da einfach artikuliert wird, diesem Pauschalvorwurf an uns alle, dass wenn wir hier nicht das Männchen machen, wenn wir nicht auch eine derartige Regenbogenfarbe an unser Geschäftsgebäude hängen, wenn ich jetzt auch nicht mit der Captain-Binde des deutschen Fußballtorwarts Neuer herumlaufe, finde das übrigens ganz etwas Unappetitliches und Fürchterliches, gerade als Deutsche, wenn sie mit einer Armbinde herumlaufen, auf der ihre politische Gesinnung abgebildet ist. Wo sind wir denn eigentlich? Sind wir wieder zurückgefallen in die Zeit, als man die Menschen in Uniformen steckte, um ihnen dadurch wieder Zucht, Moral, Ordnung und Zuversicht zu vermitteln? Sind wir jetzt in totalitären Staaten angekommen, wo sie den ganzen Tag sagen müssen, oder in der Französischen Revolution damals, beim Jakobinismus, jawohl, Bürger sowieso, auch ich bin für das, auch ich bin dagegen. Das hier ist Tugendterror, der da versucht wird. Das ist ein Anschlag auf die liberale Gesellschaft, wenn sie schief angeschaut werden, wenn sie ihre Gutmenschlichkeit, ihre moralische Intaktheit nicht permanent durch äußerliche Zeichen bekräftigen. Das ist auch eine Vergewaltigung des Gewissens, meine Damen und Herren. Denn unser Gewissen, unser moralisches Empfinden ist eine hochsubjektive Sache. Und die Qualität einer moralischen Gesinnung messe ich nicht daran, ob irgendeiner eine Armbinde anzieht oder für das Geld seiner Aktionäre ein Inserat schaltet, sondern die Qualität seiner moralischen Sensibilität messe ich an der Qualität seiner konkreten Handlungen, also an den Auswirkungen dessen, was er macht, und nicht an diesen wohlfeilen zur Schaustellungen meiner eigenen so wunderbaren, großartigen, hochwohllöblichen Gesinnung. Und ich mache mir etwas Sorgen, dass wir jetzt eine Art Verflachung erleben auf der einen Seite, also so eine Art etwas Haustierhaftes, Dressiertes,
was sich hier in unsere Gesellschaft einschleicht. Man muss bestimmte Rituale befolgen, äußerliche Zeichen setzen, dann erhält man die Absolution. Und wenn man da nicht mitmacht bei diesen Ritualen, dann setzt man sich der Kritik und der Verachtung des Kollektivs aus. Also das, was hier reingezogen wird, was hier aufgebaut und aufgebauscht wird, das ist für mich wirklich die Widerlegung einer liberalen Gesellschaft. Das ist eine Art Korrosion, das ist ein Säurefraß am Gewebe unserer liberalen Gesellschaft, die eben auch und besonders auf dem Grundsatz der Gesinnungsfreiheit beruht. Ich finde es unerträglich, wenn ich dieses deklamatorische Moraltheater mitmachen muss. Ich finde das auch etwas zutiefst Unernsthaftes. Das ist politisches Frömmlertum. Das sind Leute, die sich aufspreizen, die sich in der Öffentlichkeit breit machen, sich dadurch moralisch in eine bestimmte überlegene Pose hineinblähen und dann von oben herab auf alle herabblicken, die es ihnen nicht gleich tun. Also dieser Moralkonformismus, den muss man, wenn einem daran liegt, dass wir an unseren freiheitlichen Traditionen festhalten, dann muss man diesen diese Moraltheatralik, diese Moralinszenierung sehr, sehr kritisch beurteilen. Und das greift ja wirklich um sich. Ich habe vom Fußball gesprochen, das ist noch ein Sonderthema. Wir haben jetzt die schweizerischen Bildungsstätten, Zentralbanken, all diese auch hier unterschreibenden Institutionen haben jetzt diese Fahnen aufgehängt. Und noch einmal, wenn ihr Fahnen aufhängen müsst, um zu beweisen, dass ihr nicht diskriminiert, ja, dann ist vermutlich Alarmstufe rot, dann ist das auch eine Form von Ablasshandel. Und beim Sport ist es genau das, was man beim Sport nicht machen sollte. Nämlich, ich möchte im Sport verschont bleiben von dieser Verpolitisierung, von dieser politischen Vereinnahmung. Das hat einfach etwas Bedrohliches, wie sich das ausbreitet. Wissen Sie, es gibt diese Horrorfilme, in denen alle immer lächeln. Und sie lächeln sich immer an und sie haben so wie ein angeschminktes, festgezurrtes Lächeln. Und jeder, der nicht mitlächelt, der verschwindet dann irgendwann von der Bildfläche oder wird geklont. Das ist ein Motiv, das man in den 50er und 60er Jahren, vor allem in den US-Filmen, im Zuge der antikommunistischen Paranoia, die nicht nur Paranoia war, abgesehen davon, vermehrt inszeniert hat. Aber wir gehen in diese Richtung. Das ist einfach eine Phobie, eine Abstrusität, die hier aufgeführt wird. Großer Streit in der Schweiz um den Kampfjet F-35. Viola Amherd, die für mich rätselhafteste Bundesrätin, die wir haben, die Walliserin der Mittepartei. Hier stellt sich immer die Frage, was ist eigentlich eine Mittepartei und wo ist die Mitte? Die Mitte ist ja eigentlich ein Punkt, ein exakt definierbarer Punkt, wenn Sie die anderen Standorte haben, von denen aus sich die Mitte definiert. Aber die Mitte, die wir hier haben, deren Bundesrätin Frau Amherd ist, diese Mitte hat ja ungezählte Mittelpunkte. Also es gibt hier zahllose Mitten. Es gibt die Mitte des Parteipräsidenten Gerhard Pfister, der gegen ein institutionelles Rahmenabkommen Schweiz-EU ist. Dann gibt es die Mitte der Parteikollegin von Pfister, Frau Schneider-Schneider, die für ein Rahmenabkommen ist. Dann gibt es die Mitte von Herrn Lorenz Hess, dem Jäger, der einen Vorstoß lanciert hat, wonach Firmen, die sich der Diskriminierung schuldig machen, aufs heftigste büßt. Das ist noch eine ganz andere Mitte. Also vor lauter Mitten sehen wir hier die Mitte nicht mehr. Und jetzt kommt aus dieser Mitte, der Kampfjet F-35 von Frau Amherd. Und darüber ist jetzt eine heftige Diskussion entbrannt, wie immer. Das ist wie im Fußball. Da schalte ich mich sogar ein
obwohl ich eigentlich sehr wenig verstehe von Fußball, trotzdem mit großem Selbstvertrauen bin ich dabei. Vom Kampfjet verstehe ich mehr. Vom Kampfjet verstehe ich mehr, weil ich mich intensiv in meiner Jugend mit Kampfjet-Typen auch auseinandergesetzt habe. Ich habe frenetisch gebastelt, 1:72 Flugzeugmodelle. Wie konnten die ganze russische Zweitweltkriegs-Bomberflotte anhand ihrer Typen auswendig aufzählen? Die Messerschmitts F9, A, D, D, C, alles konnte durchbuchstabiert werden in den entsprechenden Truppengattungen und natürlich auch diese ganz modernen Maschinentypen. Also Viola Amherd löst mit dieser Entscheidung, mit dieser Bevorzugung des amerikanischen Flugzeugtypus Widerspruch aus. Einerseits bei André Blattmann, dem früheren Armeechef, der ja vor allem für Flapkanonen argumentiert, was für mich nicht ein ganz überzeugendes Konzept ist. Das Flugzeug spielt eine untergeordnete Rolle. Dann Ueli Maurer, der Vorgänger, scheint sich irgendwie einzuschalten in diese Diskussion. Und da gibt es die Lobby jener, die auf keinen Fall ein amerikanisches Flugzeug haben wollen, weil sie fürchten, dass in einem Krieg zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika die Amerikaner mit Joysticks diese Maschinen dann in der Luft abstellen könnten und es uns dann nicht gelingen würde, im Ernstfall Washington, New York oder Los Angeles zu bombardieren mit unseren Kampfjets oder uns einer amerikanischen Luftinvasion zu erwehren, weil ja die Amerikaner schon seit vielen Jahrhunderten das strategische Ziel besetzen, hier in der Mitte Europas die Alpenpässe sich einzuverleiben als weiterer Bundesstaat neben Hawaii. Also ich habe hier eine ganz andere Auffassung. Ich teile die Meinung von Frau Amherd und ich bin für den F-35, weil das einfach die besten Kampfjets sind. Entschuldigung, die Amerikaner machen einfach die besten Kampfjets. Und das sehen Sie auch daran, dass zum Beispiel die Norweger und andere Mächte solche Jets haben. Die sind einfach gut. Qualitativ hervorragend. Und die Chance, dass wir mit den Amerikanern in einen Luftkampf einsteigen auf der unterschiedlichen Seite, ich erachte das bei aller realpolitischen, neutralitätspolitischen Realitätszuwendung als doch einigermaßen unwahrscheinlich, viel weniger wahrscheinlich, als dass unsere Spitäler und unsere Industriebetriebe in den nächsten 10 bis 15 Jahren keinen Strom mehr haben werden. Das ist eine reale Gefahr, aber nicht, dass wir im Krieg gegen die Amerikaner mit den Joysticks vom Himmel geholt werden. Also Frau Amherd hier mit einem Mitte-Entscheid, den wir begrüßen können. Russlands unerreichbare Heldenstätte am 22. Juni, also gestern 1941, überschritten fast 4 Millionen deutsche Soldaten die russische Grenze. Eine Invasion, die im Grunde alles sagt über den Größenwahn der damaligen deutschen Regierung. Einer Regierung, und das kann man nicht deutlich genug herausstreichen, die von einem Parlament demokratisch die Diktatur auf dem Silbertablett überreicht bekam und dann mit dieser diktatorischen Vollmacht, die ihr übertragen worden ist, nicht vom deutschen Wähler, die aber nie eine Mehrheit, eine absolute Mehrheit der Nazis in freien Wahlen gewählt, die Deutschen, die haben immer über 60% dagegen gewählt, aber das Parlament, der Reichstag 1933, hat Hitler auf dem Silbertablett die Diktatur geschenkt. Und wenn Sie einem Menschen, wem auch immer, muss nicht einmal ein Hitler sein, die Diktatur überreichen, wenn Sie ihm den Schlüssel zur Vollmacht, zur Allmacht geben, dann Gnade Gott, dann sind Sie einem Menschen ausgeliefert, der alles machen kann und der ein Land auch korrumpieren kann. Und das ist das Verbrechen dieser deutschen Regierung, dass sie im Grunde ganz Deutschland korrumpiert haben, unvorstellbare Verbrechen losgetreten haben und das Ganze einfach auf der Grundlage, weil leichtsinnige Politiker alle Checks und Balances ausgeschaltet haben.
In, okay, wir geben das zu, in ganz schwierigen historischen Umständen damals, Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, Hyperinflation, Wirtschaftskrise, Drohung des Kap des Marxismus, all diese Dinge, man muss das alles ernst nehmen. Wir haben damals glücklicherweise nicht gelebt. Aber wenn es eine Lehre gibt aus dieser Zeit, dann die Diktatoren. Einfach gebt den Regierungen nicht diese Macht. Etwas vom Gefährlichsten, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also am 22. Juni marschieren die Deutschen mit 4 Millionen in Russland ein, um als viel, viel kleineres Land diesen Koloss einzunehmen in einem rassistischen Vernichtungskrieg. Das ist ja das erklärte Ziel gewesen, dass man den russischen Untermenschen, wie sich diese Nazis ausgedrückt haben, um diese Russen zu einem Sklavenvolk zu machen. Man kann sich das läuft einem kalt den Rücken hinunter. Und dieser Russlandfeldzug, als der stattgefunden, als der begonnen hat, hat die Weltwoche damals geschrieben, ihr Gründer, Chefredakteur Karl von Schumacher, dass dies der Anfang vom Ende der Hitlerherrschaft in Deutschland sei, weil es komplett unmöglich ist. Er hat dann die Landkarte beigezogen, dass ein so kleines Land einen derartigen Riesen in die Knie zwingen kann, besiegen kann. Das ist noch nie einem Invasor gelungen. Auch Hitler ist es nicht gelungen. Es sollte zu einem der fürchterlichsten und verlustreichsten Kriege überhaupt werden. 5 Millionen Deutsche verloren auf diesem Russland, in diesem Russlandkrieg ihr Leben, und 27 Millionen Russen. 27 Millionen Russen. Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen. Diese Dimension, diese Opfer. Und Sie wissen, ich bin ein Russlandversteher. Ich gehöre nicht zu den kalten Kriegern hier, zu den Falken. Und dieser Respekt gegenüber Russland, der hat eben auch damit zu tun. Nicht, weil Stalin war auch ein Schwerverbrecher, da geben wir uns keinen Illusionen hin, aber wir sind einfach 27 Millionen Russen, die sich da für ihr Vaterland aufgeopfert haben, diese Verbrecher da bekämpft haben. Das sind einfach unvorstellbare Dimensionen von Opfern, und das muss man immer wieder sich zur Kenntnis bringen, wenn man über solche Länder spricht, weil das sind historische Erfahrungen, die nicht einfach in Vergessenheit geraten. Also hier ein unglaubliches Ereignis, das uns immer noch größten Respekt abnötigt und abfordert. Frankreich, interessant. Wir hatten ja gewisse Hinweise zu sehen geglaubt, wonach Marine Le Pen, die Führerin des Rassemblement National, die geläuterte, gewendete, sich plötzlich in ganz neuer, imagemäßiger Zurüstung präsentierende Chefin der Rechten in Frankreich, dass die eine Chance hätte, in den Regionalwahlen zu punkten. Das Gegenteil ist passiert, sie hat verloren. Macron, der keine richtige Partei hat, hat auch nicht gepunktet. Aber die bürgerlichen Rechten haben wieder an Volumen, an PS gewonnen. Und das zeigt doch, ich meine, Frankreich, wir beobachten das von außen, das zeigt doch, dass eben diese Marine Le Pen, dass man es ihr irgendwie doch nicht zutraut, in Frankreich da eine wirklich dominierende Rolle zu spielen. Vielleicht auch ihre rapiden und rasanten Image-Korrekturen nicht überzeugend. Plötzlich diese Bilder mit den Katzen, die anderen Haare, das Thema Frexit, Austritt aus Frankreichs, aus der Europäischen Union, auf einmal kein Thema mehr. Im Grunde sie auch natürlich keine harte Liberale, keine liberal-konservative Politikerin, sondern eine Art rechte Sozialdemokratin mit stark migrationskritischen Zügen, am Ende doch im Gesamtangebot zu wenig überzeugend für die Franzosen. Dort also jetzt Macron, immer noch mit einigermaßen hohen Zustimmungswerten in der Bevölkerung, aber seine Parteibasis ist eben nicht da. Das ist eine Frage des Konstrukts, und die bürgerlichen Rechten kommen. Aber dort sehe ich jetzt noch keinen dominierenden
Kandidaten. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich verweise noch einmal auf die Deutschland-Spezialausgabe mit dem Deutschland-Button. Unbedingt, wenn Sie das interessiert, tragen Sie sich ein. Wir schicken Ihnen mit Freude die Deutschland-Ausgabe zu. Erweiterter Umfang, viele interessante Artikel mit Meinungen und Blickwinkeln, die Sie so noch nicht gesehen und gelesen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, einen schönen Start in den Tag und ich freue mich, wenn wir uns dann morgen wieder sehen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.